Bei einem Let's Play von mir. Ihr werdet es gleich sehen, dass es dieses Spiel ist. Und deswegen sage ich, wir starten mal das Spiel. Ich weiß, ich kann wieder mal wunderschön singen. Und jetzt gehen wir mal darauf. Was hat er für Wünsche? Der Wind! Ich ziehe wahr, die Zugvögel können wieder losziehen. Nimm dies als Zeichen meiner Anerkennung an mich. Es ist der Windzauber. Er beschwört Vögel, die Krankheiten und Flüche heilen. Arg erhält den Windzauber. Wenn du da reisen möchtest, dann rede mit der Möwe. Vielen Dank für alles. Der Wind wird mich auf einen neuen Kontinent bringen. Keine Frage, ich bringe dich wohin du willst. Ich fliege jetzt ins Paradies der Tiere nach Safarium. Ah, kommst du mit? Nicht jetzt. Jetzt nicht, vielleicht später. Alles klar, sag mir, wenn du mich brauchst. Und bitte, vielen Dank für alles. Ah, ich fliege zu einer kleinen Insel namens Invisilia. Die werden wir uns jetzt mal anschauen. Das ist interessant. Fliegst du mich auch? Natürlich. Es geht gleich los. Halt fest. Und los geht's. Und wir fliegen und fliegen. Exit Disco Musik. Und da sind wir gelandet. Schauen wir mal, was hier ist. Nix. Oder? Kann man irgendwo hin? Hallo! Hallo? Hallo? Okay. Dann fliegen wir wieder zurück. Nicht mal, wenn wir ein bisschen vorspulen. Speedcore. Sag mir, wenn du nach Orkanien zurück möchtest. Ich bin bereit nach Orkanien. Na, nach Orkanien, da wollen wir nicht hin. Aber wir wollen nach... Wo wollen wir denn hin? Nach Paradies der Tiere, Safarium. Paradies der Tiere klingt interessant. Fliegst du mich hin? Natürlich, es geht gleich los. Halt dich fest! Und los geht's! Wir fliegen auf einer Möwe. Wo ist Quickly? Wir sind über den Ozean geflogen. Oh mein Gott! Wir kommen jetzt nach Osteuropa. Oder nach Australien? Ich glaube eher nach Australien. Savanna. Sahara. Und da sind wir. Was ist geschehen? Es lebten unzählige Tiere hier. Es war wie ein Paradies. Nun so, das Nashorn, Kamenspi, die Kröte und Leon, der Löwe. Leon war gerade Vater geworden. Was ist nur mit ihm geschehen? Seuss, das Leben kann ganz schön hart sein. Was für eine traurige Geschichte.
Was ist nur passiert? Wo sind die alle hin? Willkommen bei Magier! Möchtest du was Cooles kaufen? Ich kann dir bestimmt helfen. Hier ist nichts. Die pure Leere. Dun, 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 dun. Nun gut, das dürfte wohl heißen, dass wir raus müssen. In die weite Welt. Schauen, was hier ist. Und da reingehen. Wieder epische Musik. Macht gleich viel mehr Bock zum Zocken. So, ich gebe euch mal eine kleine Information, was meine nächsten Projekte sind, weil ich habe schon ein paar Recherchen gemacht, was ich so gerne noch anspielen würde. Darunter hätten wir Lufia, weil ich jetzt vorerst mal nur Retro-Spiele machen. Das heißt, die ganzen anderen Spiele kommen später wieder. Dann habe ich mir vorgenommen, Grandia zu spielen, weil das eine ziemlich geile Story hat. Das ist auf der PlayStation, nicht nur auf dem Super Nintendo. Und dann noch Wild Arms. Das ist auch noch ein ziemlich cooles Spiel. Und auf jeden Fall noch Siegfried of Mana 2, das heißt, es wird noch sehr viel aufgenommen, aber natürlich werde ich erstmal mit Terranigma abschließen, damit ich mein erstes Retro-Spiel fertig habe. Dunkle Wolken verdecken die Sonne. Aber ich glaube, ich werde jetzt nochmal rausgehen und schauen, ob ich da irgendwelche Geheimdinger finde. Hat sich eine Fliege verschanzt. Keine Chance gegen mich. Bart, Alter! Bart, 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 Bart! Gib mir deine Kohle! So. Schauen wir, was ist hier? Da haben wir noch was. Schlucht. Es könnte hinter jedem Baum etwas sein. Jeden. Wirklich jeden. Jede. Weil die haben sich da immer was Schönes anfallen lassen. Aber hier ist einmal nichts. Schaut nichts aus. Oh, da geht's noch weiter. Boom. Da gibt's viele Sachen. Arabien. Geht Arabien. Im Land der Öle. Okay, hier dürfte gleich wirklich nichts sein. Schaut nichts so aus. Was haben wir hier? Da kommen wir nicht durch. Weil die Bäume ausgerottet sind. Nun egal, dann rennen wir wieder zurück. Anscheinend gibt's hier wirklich nichts. Wäre halt schön gewesen, wenn ich was gefunden hätte. Schauen wir mal hier. Schaut nicht so aus. Nun gut, dann machen wir jetzt da mal dieses Gebiet hier. Der Pamara, siehst du nichts da. Nicht mal, nicht nochmal. Diese Dinge hält viel aus, muss man so sagen. Da können wir wieder rauf, das ist gut.
Ach, da bin ich. Hass ich die Viecher. Vor allem halt jetzt hier los. Vor allem haben sie. Das Mücke. Und fertig. So, wir müssen uns dann bald mal heilen. Müssen wir erstmal darauf gehen. Schauen, ob irgendwelche Gespenster sind. Als die mal auftauchten, tötete das Land. Doch das Land wird in größeren Pracht blühen, als es je der Fall. An den Altaren der Eingeborenen wurde um Regen gefleht. Ja, das ist ja nervig. Davon habe ich schon reichlich. Da geht es nicht. So, das heißt, davon haben wir schon reichlich. Das heißt, es ist irgendwas, von dem wir schon 9 haben. Und wir wissen wahrscheinlich, dass das sein. Dann können wir das gleich mal benutzen. Und das benutzen wir natürlich auch nicht. Weil Kraftelixiere sind gut. Stärke steigt von 1. Und da haben wir eine Wunderknolle. Dunkle Wolken verdecken die Sonne. Und es fängt an zu regnen. Das ist scheiße zum Killen. Aber das muss sein. Gehen wir mal da lang. Dann haben wir wieder so leichte Gegner. Tja. Und gut. Ich sehe natürlich jetzt nichts. Wegen den. Obwohl das immer hätte kommen. Ach, wie blöd, da kann man da oben weiter. So. Haben wir hier? Nichts. Die Sonne bricht durch. So. Jetzt haben wir wieder Sonne. Puh, der macht viel Schaden. Nicht austicken, nicht austicken. Wow. Immer ruhig bleiben. Wieder nichts tun. Ui, da haben wir ja schon was. Die Regenaltare der Vergangenheit befinden sich in Sue. Hm, das sind wir gerade. Ein Flush. Der kann ja bis da vorne gehen. Aber nicht, ne? Ach, ich brauch eine neue Waffe oder keine Ahnung, weil das ist schon traurig. Wow. Komm mal kräftig. An jedem der Regenaltare kontrollieren 4 Seelen das Wetter. Haben wir 2 Seelen schon gerettet, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sollte das ein Hinweis gewesen sein. Wenn wir gleich feststellen, ne? Das heißt, es fehlen noch 2. 2 Seelen brauchen wir noch. Da gibt schon mal keine Seele mehr. Schauen wir mal, was die Schildkröte tut. Das ist blöd, weil wir ewig brauchen, um die zu killen. Vor allem die. Oh mein Gott. So, wir werden das jetzt mal ausrüsten. Und gleich essen. Okay, die gibt ja mal nichts her.
Da müssen wir zwar andere Seelen suchen. Irgendwo muss es Seelen geben. Da haben wir sicher noch was. Ja, da haben wir schon mal eine Ecke, die was sich eine Seele hergibt. Dann vielleicht. Der hier? Der sicher. Auch nicht. Da kommen wir jetzt fix nicht vorbei. Das hat mich nie wieder. Oh. Ah, da haben wir schon eine Höhe. Du musst einen Regenalter finden! Das haben wir schon. Wir brauchen noch die Seelen dafür. Da haben wir die Schildkröte. Oh, da haben wir die letzte Fähre. Du musst einen Regenaltar finden. So, jetzt können wir zurückgehen. Und wir werden den Regen herbei. Und dann werden wir sehen, was passiert. Das dann können wir auch da rauf. Echt cool. Was? Ich fühle eine riesige Kraft. Das Wasser ist wieder zurückgekehrt. Ah, die Pflanzen sind auf den kargen Boden zurückgekehrt. Und das ist cool. Diese Farbenpracht ist faszinierend. Menschen erfreuen sich daran und Tiere leben davon. Tiere. Nur wo sind die Tiere? Natürlich! Was sonst? Die Tiere können nicht zurück! Weil es nicht genug Gras gibt! Wenn mehr Pflanzen wachsen, kehren auch die Tiere zurück! Die Möbel sagt, ich soll lieber hier das Nashorn Bunzo, die Schildkröte namens Kamenski und Leo, den Löwen und den König aller Tiere retten. Aber zuerst, bevor wir das tun, holen wir uns eine Truhe. Die Truhe des... Schauen wir mal, das. Des Atelixiers! Die ist natürlich super geil! Oder auch nicht. Ja, naja, geil. So, wo können wir jetzt überall hin? Yay, schwimm. Schauen wir mal, was sich geändert hat. Bam, bam. Hat sich hier was geändert? Jep! Sehr gut. Hey! Huh, Süßer, komm her! Eine Wunderknolle. Oh, einen Dornenwald. Das ist schon mal was Interessantes, was sich gelohnt hat. Haben wir mal plus 1. Das ist egal. Ich glaube, du machst trotzdem mehr Schaden als alle anderen. Schauen wir gleich mal. 33. Und hier eine neue Farbe. Da springen wir gleich herunter. Keine Chance. Ach Gott, jetzt müssen wir da extra wieder umrüsten. Das ist natürlich nervend.
Weil wir machen ja nur mit der Lanze mehr Schaden als noch wirklich. Genau, nichts verändert. Das ist sehr nervig. Das ist ultra nervig. Explode! Hier! Los! Okay, der hat ihn nicht hergegeben. Hier, yeah, eine Hellknolle. Der hat schon mal was hergegeben. Diese Schildkröten sind auf jeden Fall sehr nervig. Na komm, sprechen wir. Du musst einen Regenhalt haben. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay, das geht schon mal nicht. Hier ist auch nichts. Aber wir können da runter. Das hat irgendwas zu bedeuten. Na nun, diese Felswand sieht aber sonderbar aus. Als ob sie ein starkes Tier ein... Was? Sie wirkt so dünn, als ob sie ein starkes Tier einrennen könnte. Ja, da haben wir was Schönes gemacht. Okay, da ist der LK. Da wollen wir natürlich nicht hin. Zumindest noch nicht. Wir brauchen noch die restlichen Seelen. Da haben wir schon mal eine. Zweite, besser gesagt. Du musst ja einen Regal kaufen. Das werde ich natürlich jetzt nicht jedes Mal wiederholen, weil wenn es eh schon 10.000 Mal kommt, dann brauche ich es nicht nochmal wiederholen. Yeah, ich will gerade explodiert. So. Unterspringen, rüberspringen und töten. Level up. Level 12 erreicht! Knirschtein und Zinnenstärke um 2 und Opfer um 3, Glück um 1. Yay! Bats! Und schon ist der Schaden ultra stark. Hua, Bats! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das war ultra stark. Da kommen wir natürlich nicht durch, aber ich würde mal sagen, wenn das Wasser da ist, kommen. Probieren wir mal diese Schildkröte da zum Killen. Hua! Bam, Alter! Die haben die zerlegert. Jetzt machen wir endlich auch genug Schaden an der. Damit die auch halbwegs normal stirbt. Zack. Eine Seele brauchen wir eigentlich noch. Nur die müssen wir noch holen. Irgendwo hier muss noch eine Seele sein. Und da haben wir den Lippen. Ah! Finde ich nicht gut. Na, was? Ich hoffe, dass du jetzt toll bist. Das wäre schlecht, wenn nicht. Das wäre jetzt ein cooler Bug, den wir hier gleich mal herausgefunden hätten. Schauen wir nochmal kurz hin. Ja, das ist nicht, ne? Ich hoffe jetzt wirklich. Da
dass da jetzt das nicht wirklich ein Bug ist. Weil ich hab keine Lust, das nochmal zu spielen. Und zack. Schüttelte! Schüttelte! Was? Hua! Na komm, ich hab dir. Und yay! Nice, passt der. Altar 2. Was passiert hier? Nichts. Okay. Das war jetzt irgendwie, ja. Eigentlich habe ich mir erwartet, dass jetzt wieder dieses kommt, aber anscheinend habe ich gedacht, wir verarschen mal. Und ja, ich finde das. So, wir können da jetzt auf jeden Fall rüber. Ich muss jetzt nochmal nachschauen. Ich bin. Da können wir jetzt natürlich auch rüber. Ist ja klar. Aber jetzt können wir dahin, weil das schaut interessant aus. Hua! Hua, hua! Pfiuh! Da haben wir schon mal eine Seele. Und wo? Da haben wir auch was.
Doch lass diesen Menschen in Ruhe! Tapferer Mensch, wir heißen dich in unserem Königreich willkommen. Wir sind sehr stolz auf dich. Und so einfach ist es. Die Löwen sind ganz friedliche Menschen, die nichts tun. Also, was lernen wir daraus? Wenn ein Löwe vor euch steht, kuschelt mit ihm. Wir müssen in der Schlacht zurück von hier. Der Königsschmaus muss eine Mutprobe bestehen. Ganz allein. Nur diejenigen, die die Mutprobe bestehen, erhalten die Königskrone. König Leon ist ein hervorragender Regent. König Leon ist alt geworden. Leons junger Sohn Liam will eines Tages den Thron besteigen. Ich bewundere die Mutigen. Du bist hier sehr willkommen. Ich bin König Leon. Ich beherrsche über die Löwen und die Tiere in Savarium. Dies ist unser Reich. Fühle dich wie zu Hause. Du willst da wirklich hinein? Sicher? Im Löwenleben dort werden dich fressen. So, na gut, ich würde mal sagen. Wir speichern jetzt. Und da wir dieses Kapitel mal wieder abgeschlossen haben, werde ich mal wieder eine Pause einlegen.